Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nie ist die Auswahl an Obst, Früchte und Gemüse in unseren Läden reichhaltiger als im goldigen Herbst. Wegen dem grossen Engagement von Coop wird der Anteil von Coop Naturaplan immer grösser und ist mit leuchtendem Orange, satten Gel und knackigen Grünen wahre Augenweide. Der biologische Anbau ist aufwendig, der Ertrag ist kleiner, das Risiko grösser und es bedeutet auch mehr Arbeit. Die Herdöpfel zum Beispiel muss man mehrmals mechanisch und je nachdem sogar von Hand jäten, weil der Einsatz von Herbiziden natürlich verboten ist. Die Kontrolle für das Einhalten dieser Vorschriften übernimmt wie bei allen Produkten von Coop Naturaplan BioSwiss. Die Kontrolle für das Rezept hingegen übernimmt auch Mohn-Peti Bossi, und zwar in der neuen Mittagssendung «Teleskop» um 12:30 auf SF1. Es gibt ein Herdöpfelgericht und wir gehen schnell schauen, was Susanne dort vorbereitet hat. In der Zwischenzeit tue ich den Spinat hacken und der kommt dann in die Füllung ein, also in die Füllung eigentlich besser in Belage, im Mantel, wo in Herdöpfel kommt. Mhm. Jetzt, was noch weiter in den Mantel kommt, sind Eier. Das lernst du jetzt einfach drüber über den Herdöpfel. Ja. Gut. Dasselbe mache ich auch mit dem geschnittenen Spinat von vorher. Und dann schön mit einer Gabel drunter haben, ja, damit es eine luftige und leichte Masse gibt. Ein bisschen aufs Blech hinein. Mhm. Und jetzt kommt die Scheibe vom Fleischkäse drauf, die tue ich halbieren. Da gibt es nachher pro Person 2 Scheiben. Mhm. Und dann gibt es wirklich einen Mantel, der zu ist. Und das ist ja das Ziel, das man haben will. Und ich nehme da hinten die so raus. Oh, wow. Oh, schön. Jetzt sehen wir wirklich, dass sie schön knusprig, genau, sind. Gut. Hm? Und dann wir das schön anrichten. Genau. Prima. Das an. Voilà, das wäre der Knuspermantel um einen Fleischkäse herum. Das ganze Rezept sehen Sie, wie gesagt, in voller Länge zum Nachkochen. Morgen über Mittag um 12:30 auf dem Sender und wie gewohnt in der Coop-Zeitung. Bei mir begrüße ich jetzt den Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Herzlich willkommen. Danke. Grüezi miteinander. Hey Susanne. Armin, Herdöpfel sind ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Sie enthalten unter anderem hochwertiges Eiweiß, Kohlenhydrate und Vitamin C, sind aber auch unglaublich vielseitig. Trotzdem sollte man schauen, für was man welche Sorten nimmt. Richtig. Der Kochtyp hat einen grossen Einfluss auf die Qualität und auf das Klingen eines Gerichts. Für geschwellte oder Herdöpfelsalat würde ich also eher eine festkochende Sorte nehmen, wie man sie bei Coop in den grünen Säck findet. Für einen Herdöpfelstock hingegen eine mehlige Sorte in den blauen Beutel. So, danke vielmals. Bitte. Das ist richtig. Zum Beispiel auch für Pommes frites. Herdöpfelstock sieht man übrigens nie im Mixer oder mit einem Schwingbesen, sondern mit einer Holzkelle verrühren. Er wird einfach viel luftiger. Und zum Anrichten am besten in einem Spritzsack auf Teller spritzen und mit einem Herdöpfelchips garnieren. Danke, Armin. Bio-Herdöpfel offerieren wir Ihnen übrigens diese Woche zum Aktionspreis neben weiteren interessanten Angeboten. Sabrina? Das stimmt. Unter anderem haben wir wieder ganz tolle Halbpreisangebote, wie zum Beispiel Caprice de Dieu für 3,70 Franken. Ein Family Pack Maestrani Minor gibt es für 8,15 Franken. Und die Menta Dent Anti-Plaque-Zahnbürste im Vierer-Pack für 7,40 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die Sie nicht verpassen sollten. Danke, Sabrina. Coop fördert zusammen mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau aktiv die Entwicklung und Verbreitung von resistenteren Herdöpfeln, die bei den Konsumenten gut ankommen und den Biobauern einen guten Ertrag mit weniger Risiko und Aufwand bringen. Weil man die neuen Sorten mit ungewohnten Namen noch nicht so gut kennt, haben unsere Fachleute ein einfaches Informationssystem entwickelt. In den grünen Packungen hat es festkochende Herdöpfel, in den blauen mehlig kochende und in den roten Packungen vorwiegend festkochende Sorten, zum Beispiel für die Rösti. Das war es für heute. In einer Woche machen wir einen Abstecher in die Innerschweiz nach Brunnen in Swissmil, wo das neueste Produkt von Max Havelaar, ein Langkornreis, geschält und aufbereitet wird. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!